Ich bin Andrea Schmuck, ich bin Co-Initiant und Co-Kurator von der Jungkunst. Das heisst, ich hatte vor 10 Jahren mal die Idee gehabt. Es war eine Bieridee damals mit Martin Landolt. Und dann ist dann ganz schnell der Tom Stierli dazu gekommen. Und ja, jetzt sind wir an der 9. Jungkunst. Es ist spielrockend. Die Idee hinter Jungkunst ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wir sind 3 Freunde, wir sind immer noch 3 Freunde, muss man dazu sagen, nach all diesen Jahren. Und wir haben einfach ein anderes Ausstellungsformat kreieren wollen. Wir sind schon ganz lange sehr kunstinteressiert, haben uns viel in diesem Bereich bewegt und haben dann irgendwann gefunden, und wir wollen es jetzt selber machen. Wir wollen selber ein Ausstellungsformat kreieren, genau so, wie wir finden, dass eine Ausstellung sein sollte. Das Ganze soll niederschwellig sein, das Ganze eher mit einem Bier in der Hand statt mit einem Güppli. Das Güppli bekommt man trotzdem. Und einfach das Ganze so ein bisschen entspannter, ohne aber in dem Sinn an der Kunst etwas zu schrauben, sondern an der Atmosphäre zu schrauben. Und so sind wir eigentlich sehr schnell auf das Format Jungkunst gekommen. Wir haben ganz, ganz einfache Zielsetzungen von Anfang an, jetzt seit 9 Jahren. Wir wollen junge Künstlerinnen und Künstler fördern, die in der Schweiz leben oder arbeiten. Und da in dem Sinn so ein Sprungbrett raus, sie sind in die etablierte Kunst. Und wir wollen das Publikum erreichen, das sonst eben nicht an Kunstausstellungen geht, das nicht von den konventionellen Museen und so weiter erreicht wird. Wir haben ein Rahmenprogramm, also es gibt auch Leute, die sagen, ein Kunstfestival, wenn wir noch Konzerte haben, wir haben DJs, wir haben Slam Poetry zusammen mit dem Casino Theater Winterthur, wo wir das angebracht haben. Wir sind ein bisschen anders. Und trotzdem, es geht um Kunst. Also wir haben 3/4 von der Fläche von diesen über 3.500 Quadratmeter sind Kunst und das ist der Kern der Geschichte. Ja. Wir waren 6 Jahre zuerst in einer anderen Industriehalle, ganz oben im Dach, auf etwa 2000 Quadratmeter, und haben gewusst, dass wir dort mal irgendwann raus müssen und auch irgendwann mal dort raus wollen. Und haben dann das übernehmen können, die Halle 52, die tatsächlich 3 Minuten vom HB zu Winterthur weg ist, die ist 15 Jahre lang leer gestanden, die ist nicht mehr unterhalten worden. Die haben wir zuerst mal ziemlich intensiv sanieren müssen. Wir haben etwa 3,5 Tonnen Taubendreck da rausgekarrt. Und auch fast gleich viel Taubenkadaver. Und haben da wirklich in ganz viel Fronarbeit das Ganze mal zuerst sanieren müssen. Da hat es keinen Strom mehr, kein Wasser mehr, keine Fenster haben mehr funktioniert. Alles ist einfach kaputt gewesen. Aber wir haben uns von Anfang an in die Halle verliebt. Und da haben wir jetzt ganz, ganz viel Effort reingesteckt. Und dank dem Besitzer von der Halle, der uns das in dem Sinn zur Verfügung gestellt hat, haben wir jetzt das da machen können. Und haben die alte Dame jetzt da so ein bisschen ehrenvoll in den Tod zu rocken, weil das Ende ist besiegelt, Anfang 16 wird sie abgerissen. Die Kunstauswahl an der Jungkunst ist so, dass wir einerseits Bewerbungen bekommen. Wir haben jetzt für das Jahr über 250 Bewerbungsdossiers aus der ganzen Schweiz, aus allen Fachsparten Kunst bekommen. Und dann sind wir selber natürlich sehr aktiv daran, Ausstellungen besuchen, Diplomausstellungen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt das Jahr etwa 4/5 von der Kunst über die Bewerbungen aufgenommen. Und die restlichen 20% haben wir selber irgendwo entdeckt und haben dann den Künstler ausfindig gemacht, die Künstlerin, und haben dann gefunden, hey, du sollst an die Jungkunst kommen. Wir haben das Jahr, wie gesagt, über 250 Dossiers bekommen.
Von denen machen wir eine Shortlist von etwa 40 Nasen gesamthaft und die gehen wir dann alle ihren Atelier besuchen. Das heisst, der Frühling, Sommer ist bei uns ziemlich zugedeckt mit Atelierbesuchen. Auf Genf fährst du jetzt nicht einfach so schnell am Abend noch schnell, also das ist relativ eine intensive Geschichte. Und dort wollen wir einerseits die Original sehen, wenn es immer irgendwie geht, weil auf dem PDF, ja, das ist schön, aber hinter uns hat es 6x6 Meter gemalt, das kannst du dann halt, da musst du weit das einmal gesehen haben in Nacht, damit du dann sagen kannst, okay, mal uns 6x6 Meter groß. Und das andere ist, dass wir auch den Menschen dahinter kennenlernen wollen. Wir wollen die Künstlerin, wir wollen den Künstler als Mensch kennenlernen und wir wollen wissen, passt ihre oder seine Einstellung zu unserer Philosophie. Und ja, und so kommen wir an extrem viele spannende Orte hin, treffen extrem viele spannende Leute und haben am Schluss eine Ausstellung, die wirklich in sich stimmig ist. Ja. Ich bin Ona Sakowski und ich komme aus Zürich. Ich bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Und es war schon immer da gewesen. Also im kreativen Umfeld aufgewachsen, im Atelier zu Hause gewohnt von meiner Mutter, die dort in der Stadt. Und es war immer schon dabei gewesen. Es war immer etwas ganz Normales gewesen. Ich konnte gar nicht anders können irgendwie. Es war immer schon da gewesen und ja, einfach so entstanden. Es sind nie irgendwo eine Skizze oder irgendetwas entstanden, sondern es kommt wirklich so ein bisschen, ich sage, vielleicht fast schon aus der Traumwelt raus. Ich denke, jeder kennt es, wenn er irgendwie beim Einschlafen ist und dann hat das Gefühl, er fällt irgendwo runter. Das Gefühl habe ich oft und in dem Moment sehe ich meistens Figuren und dann zeichne die am nächsten Tag dann oder male die, je nachdem, was es so geben soll. Die Grafik, die man im Container sieht, das war mit Stift und Papier und nachher eingescannt, ein bisschen Photoshop. Aber es ist eigentlich nur mit Pinsel auf Leinwand oder auf Karton, auf Holz, wie man es hier an der Wand sieht. Je nachdem, ich habe einfach das Tor bekommen und gesagt, okay, gut, dann mache ich. Es war ein bisschen ein Hin und Her betreffend Hebebühnen und so. Es war ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe aber überraschenderweise nur 5 Tage dafür gebraucht. Also für das, was es ist, denke ich, ist es sehr wenig Zeit. Wobei, wenn man den Container anschaut, für den habe ich viel mehr Zeit gebraucht. Hatte viel mehr Details drin. Aber eigentlich von der Jungkunst aus haben sie gesagt, du kannst die Tür noch anmalen. Hättest du das noch als Fläche? Dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Ja. Mi chiamo Marco Scorti, arrivo dal Ticino, ma da 7 anni lavoro e vivo a Ginevra. Inizialmente mi hanno detto, un mio amico mi ha detto di iscrivermi perché vedeva molto bene i miei grandi formati in questo grande spazio. Ho visto poi le immagini e mi sono detto qui ci devo fare una grande pittura che sia adatta al luogo e quindi mi sono detto perché non iscrivermi e poi sarebbe anche un'occasione per avere un'esposizione a Winterthur in Svizzera tedesca.
Allora, in pratica è difficile da spiegare. Inizialmente io prendo le mie immagini, sono tutte prese dalla mia memoria, nel senso che io quando viaggio in treno, quando vado a delle feste, quando passeggio solamente, ho alcuni ricordi che poi cerco di ricostruire in atelier con la pittura. In pratica è tutto un ritradurre dalla memoria all'immagine questi luoghi, che sono a delle volte un po' misteriosi, perché sono reali, perché cerco di ritradurli con una tecnica abbastanza realistica, ma allo stesso tempo sono un po' magici. Allora, ognuna delle tele che formano l'immagine è un istante. Più istanti formano un'unica immagine, che in pratica voglio che da lontano lo spettatore possa vedere una sola immagine monumentale e che lo attragga. Da vicino ci sono alcuni dettagli che possono, come dire, sono un po' più ben fatti. O ci sono anche alcuni errori, da vicino lo spettatore può, quando si avvicina, può scoprire alcune cose che non vede da lontano, come anche dei testi che sono, in pratica è il mio quaderno di viaggio, volendo, il mio quello che devo fare ancora purché l'immagine sia completata, nel senso, delle volte lascio queste scritte solamente per lo spettatore, per fare in modo che possa avere altre nozioni in più per capire il mio lavoro, ecco. Poi mi piace anche il fatto che delle volte ci siano degli errori, nel senso che tra una tela e l'altra ci sono delle cose che non vanno bene, nel senso che ci sono delle cose, dei colori o dei dettagli che magari sono più definiti in una tela e mal definiti nell'altra, ecco. È appunto per questo fatto che sono più istanti messi assieme che formano un grande paesaggio. Ich bin Zara Furrer, also auch bekannt als Safu vielleicht. Komme von Zürich mittlerweile, bin aber in Luzern aufgewachsen. Der Grund für meinen Untergrund ist nicht, weil ich eigentlich so sehr aus dieser Subkultur rauskomme, sondern es hat mehr mit den Himmelsrichtungen zu tun gehabt. Weil mein Projekt handelt sich eigentlich um die Himmelsrichtungen. Und es war eigentlich wie der einzige Spot gewesen, wo man das Ideal hat können, so aufhängen konnte, ohne dass man irgendwie in technische Probleme kam. Eigentlich hat es angefangen, dass ich den Norden skizziert habe und eigentlich für ein anderes Projekt brauchen wollte. Und dann habe ich es ein halbes Jahr auf die Seite gelegt, wieder vorgenommen und plötzlich hat sich das dann wie, ich weiß auch nicht, so ergeben, dass plötzlich so, ich könnte die Himmelsrichtungen machen, auch ein bisschen wie eine Anspielung auf den Goldenen Kompass, wo ja ein recht schönes Märchen ist. Gleichzeitig ist es mir auch darum gegangen, durch das ich gerne reise, durch das ich
in jeder Himmelsrichtung mehr oder weniger schon war. Es ist auch darum gegangen, wie tut man die Menschen, die dort leben, die Kultur, auch die Tiere, die dort leben, wie so ein bisschen zusammenbringen, dass man es wie kann visualisieren kann und auf eine dokumentarische Art wie so ein bisschen zeigen. Afrika habe ich leider bis jetzt noch nicht geschafft, also so den ganzen Kontinent eigentlich nicht. Aber das ist jetzt meine Sehnsucht, dass ich gerne möchte gehen. Und ich habe einfach wie das wirklich das, was ich mit dem Süden interpretiere, da genommen. Das ist für mich der Süden, ist wirklich das, ja. Ja, also ich bin die Katharina und komme eigentlich aus Oberösterreich, genau, in der Nähe von Linz. Und habe aber jetzt mit meinem Mann in St. Gallen gelebt. Sie ist eigentlich mehr so auch als Geburtskanal auf eine gewisse Art und Weise. Es hat da sehr viel Charakter von Darm, so. Und natürlich beschäftige ich mich auch damit sehr in dem Ganzen, mit der ganzen Arbeit, und es ist eben ja ziemlich groß geworden. Eigentlich ist am Anfang alles sehr abstrakt. Man baut das Modell, man hat natürlich die Vorstellung in irgendeiner Art und Weise. Man bestellt das Material und dann breitet man das Material aus und kommt drauf, dass das verdammt groß ist und dass sogar die riesengroße Turnhalle viel zu klein ist. Und ja, und so ist das Ganze dann gewachsen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen. Mit ganz vielen Helfern, ganz vielen Freunden habe ich das dann auf die Füße gestellt. Also ich habe die Form entwickelt praktisch im Modellbau und habe dann, weil das einfach, das sind ja 1000 Quadratmeter Folie im Ausgangsmaß praktisch, das könnte man ja einfach alleine nie bewältigen, und habe dann mit 10 Helfern das Ganze gebaut, und wir haben uns ganz oft während dem Bauen gefragt, was zur Hölle machen wir da, weil man zerrt halt am Material und es ist in solche Massen, mit denen man eigentlich in dem Moment gar nicht recht weiß, was man anfangen soll, aber schlussendlich hat natürlich alles zu was geführt, und ich bin sehr glücklich damit. Also es ist ja auch so, dass man da wirklich total gern reinhüpfen möchte. Man kann sich ja auch reinlegen, man kann das ja erfahren, man kann das angreifen und haptisch wirklich ja, eben aufnehmen, richtig, mit dem ganzen Körper. Und es ist ja so, man kann ja eigentlich auch reingehen. Genau, das passiert natürlich nur, wenn ich dabei bin. Aber das ist besonders spannend und auch sehr klaustrophobisch. Aber es ist sicher eine Grenzerfahrung, aber... Also die wenigsten mögen es missen, wenn sie das einmal gemacht haben. Es ist wirklich ganz, ganz spannend. We'll be right back.
du läufst an die Jungkunst nicht durch und bekommst dann zuerst einmal ein Sampling mit Chips und dann bekommst du noch den Bändel von der Firma X und dann musst du noch ein Auto von der Firma Y vorbeilaufen. Die Sponsorpräsenz bei uns ist extrem zurückgehalten und es ist uns extrem wichtig, dass das so ist, weil es geht um Kunst. Es hat überall Kunst und um das geht es. Das ist der Kern der Sache und wir wollen nicht eine kommerzielle Geschichte da werden, wo du halt am Schluss mit zwei Tragtaschen rauslaufst und dann doch keine Kunst gesehen hast schlussendlich. Unsere Sponsoren und Gönner, die enorm wichtig sind für uns, die haben im Vorfeld von der Jungkunst könnt ihre Anlässe haben, da der Jungkunst, und haben in dem Sinne einen geschlossenen Rahmen etwas von dieser Ausstellung, wo sie näher an ihren Partnern sind, näher an ihren Mitarbeitern, näher aber auch an der Kunst selbstverständlich. Und dann ab dem Donnerstag ist dann das Publikum da und kann die Hallen und die Ausstellung geniessen, ohne dass sie zutextet werden von irgendwelchen Werbebotschaften. Und das ist von Anfang an eigentlich immer so gewesen und das ist uns von Anfang an enorm wichtig gewesen, dass wir das so fahren können. Und was grossartig ist, ein Grossteil von unseren Sponsoren, ein Grossteil vor allem auch von unseren Gönnern ist wirklich seit 9 Jahren dabei und die Leute unterstützen die ganze Geschichte einfach, wie sie es mega geil finden. Und das finden wir auch und das ist extrem cool. Das Ganze ist ein gemeinnütziger Verein, das ist, denke ich, wichtig zu erwähnen. Also wir drüber das Ganze organisieren, das ist unsere Passion, das ist nicht unser Beruf. Wir haben über 130 Helfer im Einsatz. Freiwillige Helfer, die das Ganze überhaupt möglich machen. Und ja, das muss zuerst immer noch gemacht sein. Also wenn du sagst, ob man da stolz drauf ist, ja, ich bin schon noch stolz drauf, dass wir das mit allen unseren Helfern, mit allen unseren Partnern so machen können. Das ist extrem schön, ja.